ich grüße euch ganz herzlich aus der Wüste von meinem Kamel-Trekking. Und ich habe ein paar Gedanken für dich. Und ich weiß gar nicht, ob du im Hintergrund die Kamele siehst. Ich versuche das Handy so zu halten, dass man die Kamele im Hintergrund sieht. Ist nämlich voll cool, die grasen da gerade ganz friedlich. Ja, und die Sonne geht bald unter, aber ich habe, glaube ich, noch genug Zeit für ein paar Gedanken für dich. Ich habe mir diese Tage, als ich so geritten bin auf den Kamelen, ein paar Gedanken gemacht zu diesen Kamelen. Das sind nämlich ganz faszinierende Tiere. Und sie haben mehr mit dir und mir gemeinsam, als man denken würde. Jetzt stell dir einfach mal vor, du wärst ein Kamel. Und du stehst irgendwo in der Wüste und bist einfach schwer, schwer beladen. Und ich meine, das kennen wir alle. Also ich kenne es von mir. Manchmal finden wir wirklich einfach so schwer beladen und es ist so hart. Das Leben ist, kann manchmal wirklich, wirklich hart sein. Und das kennst du bestimmt auch, dass du einfach gewisse Dinge mit dir herumschleppst und die sind so schwer. Vielleicht sind es Schuldgefühle, weil du das etwas getan hast, was du nicht hättest tun sollen. Vielleicht sind es Schamgefühle für Dinge, wo du nicht mal was dafür kannst, aber du schämst dich so, was da passiert ist. Vielleicht hast du schlechte Entscheidungen getroffen und deswegen steckst du jetzt in einer Krise fest und du weißt, es ist eigentlich deine Schuld und du kommst da einfach nicht mehr raus. Jedenfalls nicht alleine. Und wir kennen alle solche Momente, wo wir nicht mehr weitersehen, wo wir nicht mehr wissen, wo oben, wo unten ist und alleine schaffen wir das nicht mehr. Es belastet uns. Und da gibt es nur eines zu tun. Geh zu Jesus. Geh zu Jesus. Und wenn du so ein Kamel bist, das so schwer beladen ist, und übrigens, by the way, Kamele können wirklich 300 Kilogramm Gewicht tragen. Also das ist unglaublich, was die tragen können. Und wenn du jetzt so ein Kamel bist, so schwer beladen, dann geh zum Hirten. Zum Hirten. Zu Jesus Christus. Geh vors Kreuz und knie dich vor ihm nieder. Liefere ich ihm dir aus. Und weißt du, die Kamele, die müssen sich auch hinknien, damit der Hirte dieses Gewicht, diese Lasten von ihnen wegnehmen kann. Ohne sich niederzuknien, geht es nicht. Und manchmal sind die Kamele ganz schön stur. Die sind dann nicht mehr so lächeln, wie man sie kennt, sondern die beginnen so Geräusche zu machen. Die sind total wütend. Die wollen sich nicht hinknien, freiwillig. Da muss der Hirte manchmal ein bisschen nachhelfen, damit sie sich endlich hinknien. Und dann kann er sie von ihrer Last befreien. Und wie befreiend ist es, wenn Jesus dich von deiner Last befreit. Vielleicht kennst du dieses Gefühl schon, es ist unbeschreiblich. Und wenn du es nicht kennst, dann tu es. Bring Jesus alles. Er will dich frei machen. Er sagt ja auch, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann, wenn diese Last von dir wegfällt, weißt du, was dann Jesus macht? Er wird dich zu Quellen führen, zu der Quelle von frischem Wasser. Er ist wie ein Hirte, der das macht. Und weißt du, ich habe auch Kamelherden hier in der Wüste gesehen. Das war so eindrücklich. Plötzlich, mitten in der Wüste, sind da 50 bis 100 Kamele, waren das ungefähr. Und dann haben wir irgendwo ganz, ganz klein einen Hirten gesehen. Und dieser Hirte hat diese Kamelherde geführt. Und die Kamele, habe ich mir sagen lassen, hören nur auf die Stimme ihres Hirten. Genau wie Jesus. Wir sollen nur auf seine Stimme hören. Und dieser Hirte führt diese Kamele zum frischen Wasser. Und so führt auch Jesus dich zum frischen Wasser. Er sagt ja auch selber, ich bin das Wasser des Lebens. Und wer von mir trinkt, von dem werden Quellen frischen Wassers sprießen, sprudeln. Es wird übersprudeln, wenn du von diesem Wasser des Lebens, von Jesus selber beginnst zu trinken. Und das weißt du vielleicht auch, dass Kamele ganz schön viel trinken können. Und ich habe mir sagen lassen, Kamele können 75 Liter Wasser trinken. Und dann, jetzt halte ich fest, damit können sie durch die Wüste marschieren, ganze 3 Monate lang, ohne einen Tropfen Wasser mehr zu trinken. Wow, das ist doch der Wahnsinn. Und jetzt stell dir vor, Jesus sagt, die Quelle, die er uns gibt, die ist so stark, die ist so frisch.
die erfüllt uns so sehr, dass wir nie wieder anderes Wasser trinken müssen. Also nicht nur 3 Monate hält dieses Wasser des Lebens, sondern bis in alle Ewigkeit. Und dieses Wasser, wenn dieses Wasser in uns ist, wenn wir davon trinken, dann können wir zu einem neuen Leben wieder aufstehen. Und dann sind die Lasten, die wir vielleicht immer noch zu tragen haben, denn unsere Situation hat sich vielleicht gar nicht so verändert, aber die sind dann anders. Weswegen? Weil Jesus dann in dir lebt. Die Quelle des Lebens lebt dann in dir. Und deswegen ist es dann ein ganz anderes Aufstehen und ein ganz anderes Vorwärtsgehen in der Kraft Jesu Christi. Und dann wirst du vielleicht zu einem dieser Kamele, die auch bei uns sind. Ich habe mir sagen lassen, die Kamele haben leider keine Namen. Bei Jesus ist das anders. Er kennt uns beim Namen, er kennt dich beim Namen. Er ruft dich beim Namen. Und wir haben dann begonnen, den Kamelen Namen zu geben, weil wir das so traurig fanden, dass sie keine Namen haben. Ein Kamel, das haben wir das Küchenkamel genannt, denn dieses Kamel schleppt alles, was für die Küche ist. Das ist eine ganze Menge. Vielleicht bist du berufen, ein Küchenkamel zu sein, weil du so gut kochst und du bewirtest die Leute so gerne. Du hast diese Gabe der Gastfreundschaft. Das ist eine Gabe. Das ist wirklich, wirklich eine Gabe. Und vielleicht bist du ein Küchenkamel. Vielleicht bist du ein Kamel wie das, das wir das Matratzenkamel genannt haben. Denn es schleppt immer unsere Matratzen und unsere Decken für die Nacht. Vielleicht bist du ein Matratzenkamel. Das heißt, bei dir findet man zur Ruhe. Du strahlst so etwas aus, dass die Leute sich einfach wohlfühlen bei dir und zur Ruhe kommen können. Vielleicht bist du aber auch ein Wasserkamel. Wir haben eines, das schleppt immer alle Wasserkanister. Und vielleicht bist du wirklich einer von den Leuten, die Gabe hat, dass diese Quelle in dir zum Übersprudeln kommt und du diese Quelle weitergeben kannst an andere. Das ist auch eine Gabe, wenn du von diesem Jesus erzählen kannst und die Leute dir zuhören. Du bist vielleicht ein Wasserkamel. Vielleicht bist du auch ein Kamel wie das, auf dem ich immer reiten darf. Das vorderste und das stärkste. Und dieses Kamel, das schleppt wirklich eine ganze Menge. Das schleppt alle unsere Koffern, unsere Taschen. Das ist ganz schön viel. Und vielleicht bist du ein Kamel, das in der Lage ist, die Lasten des anderen zu tragen, mitzutragen. Vielleicht bist du jemand, der zuhören kann, wenn jemand ein Problem hat und du betest für diese Person. Du trägst die Last des anderen mit dir. Du bringst diese Person mit ihren Lasten zu Jesus, zu seinen Füßen. Das ist eine Gabe. Vielleicht bist du so ein Lastkamel, so ein starkes Kamel, das fähig ist, andere Menschen mitzutragen. Vielleicht denkst du jetzt aber auch, ja, wo bin ich denn? Ich bin nicht so stark, ich kann doch gar nichts und ich bin gar nicht so stark. Wir haben ein Kamel mit dabei und das ist leider krank. Wirklich, das ist krank. Und es ist ihm noch immer nicht besser gegangen bisher. Und diesem Kamel wird gar nichts aufgeladen, denn es vermag keine Lasten zu tragen. Es ist krank. Und vielleicht bist du auch wie dieses Kamel und du bist nicht so stark. Und weißt du was? Das ist auch okay. Und Jesus sieht dich und er weiß, was du tragen kannst und was eben nicht. Und wenn du nichts tragen kannst, wird dir Jesus auch nichts auflegen, was du nicht tragen kannst. Und jetzt noch zum Schluss das Allerwichtigste. Wenn du so ein Kamel bist und jetzt wirklich diese Quelle des frischen Wassers in dir hast, dann folge immer der Stimme des Hirten. Und er wird dich sicher führen. Und er kennt dich beim Namen. Und er wird dich zu den frischen Quellen führen. Und diese frische Quelle, Jesus selbst, wird beginnen, in dir zu leben. Und das wird übersprudeln und du wirst nie wieder Durst haben. In diesem Sinne wünsche ich dir einfach eine ganz, ganz gesegnete Zeit, wo auch immer du bist. Du bist ein geliebtes Gotteskind. Jesus liebt dich so sehr. Er hat sein Leben für dich gegeben.
Er ist der gute Hirte. Er kennt seine Schafe, er kennt seine Kamele und er kennt sie alle. Er kennt dich beim Namen. Und er wird dir nie mehr geben, als du zu tragen vermagst. Sei reich gesegnet und einen herzlichen Gruß aus der Wüste. Tschüss. Brot backen in der Wüste. Das wird dann unser leckeres Frühstück. Frisches Brot aus dem Wüstensand. Unser Frühstück. So, hier haben wir unser Küchenkamel. Da wird alles reingepackt, was mit der Küche zu tun hat. Das ist ganz schön viel. Und hier haben wir das Matratzenkamel. Das schleppt all unsere Matratzen, damit wir gut und bequem schlafen können. Hier haben wir unser Wasserkamel. Und hier haben wir das vorderste Kamel, das weiße, und das ist auch das stärkste. Und das trägt sehr viel Gepäck. Das ist wirklich ein Lastkamel. Und dann haben wir hier haben wir Schnappi. Das ist Schnappi. Wir haben ihn Schnappi getauft, weil er immer das Kamel vorne hinten reinbeißt. Ganz fies. Das ist unser krankes Kamel, das noch immer nicht ganz gesund ist. Und deswegen trägt es auch am wenigsten von allen, also ganz, ganz wenig, weil es gar nicht mehr kann. Wir hoffen alle, dass es wieder gesund wird. Mm-hmm.